alles und ich nehme euch mal mit in meinen Keller. Zuerst einmal gehen wir einmal kurz rum, ein kleiner Rundgang. Rechts Pinnwand, die großen Magnatboxen, die Bar, oben ist der Fernseher zu sehen, die Vitrine, Regal, hey, mein Whiteboard, der Ventilator. Ja, und da ist wieder der Ausgang. Also, fangen wir mal bei der Pinnwand an. Ich habe das im Plan mal markiert. Da seht ihr, dass wir da jede Menge Handouts aufhängen können. Darunter ist dann ein Regal, in dem diverse Dinge, wie zum Beispiel Logbücher, aufbewahrt werden. Und hier ist die Vitrine, in der einige von den Warhammer 40k Modellen drinstehen. Ganz unten ist sogar was von mir. Da, der Carnifex und die anderen Tyrannien. Und der Blutdämon. Achso, ja, und der Helm. Heil dem Imperator. Gegenüber die Sammlung der ganzen Rollenspielbücher. Das Zeichen des Mechanikus und jetzt im Sommer total beliebt gewesen, die Klimaanlage. Wenn es im Winter kalt wird, gibt es dann den Heizlüfter und darüber sieht man die bemalten Wände des Kellers. Im hinteren Bereich des Raums gibt es dann die Bar mit den beiden Sitzbänken, der Spüle, der Kaffeemaschine und den Wasserkocher und natürlich den Kühlschrank, in dem natürlich auch immer was drin ist. Wenn die Bar dann mal stirbt, kann man einfach den Funk zuziehen oder wie hier zum Beispiel die Temper fahren. Jetzt kommen wir mal zu den interessanteren Sachen, die Technik. Über dem Tisch hängt das Mikrofon, mit dem wir dann immer unsere Runden aufnehmen. Das ist mein Meisterplatz mit meinem kleinen Notebook. Natürlich ist es sonst ein wenig dunkel, wenn wir spielen. Deshalb gibt es Beleuchtung über dem Spielleiterplatz. Und natürlich auch für das Flipchart. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es sonst immer recht dunkel war und ich mal meine kleine Fizzellampe dafür benutzen musste. Beleuchtet wird das Ganze dann über zwei Halogenspots an der Decke, die dann hier mit der Techniksäule gesteuert werden kann. Da sieht man die beiden Dimmer. Unterm Tisch sieht man dann, wie viele Kabel da verlegt wurden, um das überhaupt alles möglich zu machen. Übrigens sind die Stühle ungefähr 100 Jahre alt und saubequem. Das ist einer der vier Kopfhörer, die man jetzt auch gleich dort nochmal sehen kann. Genau, da liegen sie alle auf dem Tisch. Die sind dafür da, dass wenn zum Beispiel ein Charakter von der Gruppe getrennt wird, die anderen nicht mitkriegen, was diese Person tut, läuft dann einfach Musik drauf. Die Musik kann ich dann ebenfalls über mein Notebook steuern. Dafür ist diese kleine graue Konsole unter dem Tisch gewesen. In dem Aufbau auf dem Tisch steckt die meiste Arbeit. Man kann zum Beispiel auch die Farbe des Lichtes ändern, dass die Charakterbögen beleuchtet. Und das Beste? Hier sieht man auf meinem Notebook einen Plan. So. Ich kann jetzt einfach aus dem Monitor heraus das Bild auf die beiden anderen Monitore schieben. Der eine oben in der Ecke, der andere auf dem Tisch aufbauen. Sehr praktisch übrigens. Man kann auch jede Menge cooler Bilder dort zeigen. Vor allem für die Spieler, die mit dem Rücken zu dem eigentlichen Fernseher sitzen, ist das weitaus angenehmer, als sich jedes Mal umdrehen zu müssen. Man kann da auch sehr cool mit einem Plan zum Beispiel den einfach dann auf den Monitor werfen und zum Beispiel Miniaturen dann darauf positionieren. Was sehr cool ist, zum Beispiel, um ganz, ganz schnell mal eben eine Battlemap aufzumachen. Sehr praktisch. Ich würde das echt nicht mehr missen wollen. Einen ganz großen Vorteil sehe ich da auch drin, einfach weil man nicht so einen Plan hinlegen muss. Man muss nichts ausschneiden, man muss nichts irgendwo ranmalen oder so. Es sieht total cool aus und geht super schnell, wodurch das überhaupt gar nicht aus dem Rollenspiel rauszieht. Natürlich ist das ein bisschen mehr Vorbereitungsaufwand, aber im Endeffekt hat man ja noch das Flipchart, wenn man wirklich mal ganz kurz was malen muss. Die technische Seite, da sieht man nochmal mit anderen Bildern. Ein Schwenk da drunter. Kann man sehen, dass dort die Konsole für den Monitor ist. Und das ist der Ventilator hinter dem Spielleiterschirm. Ach ja, und an alles gehört natürlich ein Lüfter dran. Vielen Dank und ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Ciao, ciao!